Willkommen zurück bei der XR-Konferenz bei den Medientagen München. Wer von euch eine VR-Brille von Oculus hat, der oder die weiß, dass ihr die in Zukunft nur noch nutzen könnt, wenn ihr euch einen Account beim Oculus-Mutterkonzern Facebook zulegt. Und spätestens als Facebook das angekündigt hat, da ist wahrscheinlich jedem klar geworden, dass VR- und auch AR-Brillen nicht nur hergestellt werden, um Hardware zu verkaufen, sondern dass damit auch Daten gesammelt werden und diese Daten auch Geld wert sind und Firmen mit diesen Daten arbeiten wollen. Das ist aus Sicht der Unternehmen erstmal verständlich, aber wir als Nutzer wollen ja auch, dass unsere Daten gut geschützt werden. Wie lassen sich die Interessen dieser beiden Seiten vereinbaren? Genau darüber wollen wir sprechen bei unserem nächsten Panel und das hat den Titel Datenbrillen und der gläserne Mensch. Wie schützt das Datenschutzrecht Nutzer von Datenbrillen? Um diese Fragen zu klären, haben wir wieder fachkundige Speakerinnen und Speaker bei uns auf der virtuellen Bühne. Ich begrüße Sie und stelle Sie euch vor. Herzlich willkommen, Franziska Ladiges. Sie ist Fachanwältin für Informationstechnologierecht bei SKW Schwarz-Rechtsanwälte. Hallo. Hallo in die Runde. Hallo an Michael Will. Er ist der Präsident des Bayerischen Landesamts für Datenschutzaufsicht. Hallo an alle. Und hier mit ausreichend Abstand bei mir im Studio ist Florian Kupiak. Florian ist Lehrer und medienpädagogischer Berater für digitale Bildung. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo. Florian, an dich geht auch gleich meine erste Frage. Was hältst du denn als Nutzer davon, dass Facebook die Oculus-User jetzt dazu zwingt, sich einen Facebook-Account anzulegen? Also jetzt rein von der pädagogischen Seite ist natürlich ein ganz Riesenproblem jetzt vorhanden, das auf uns zukommt. Das Problem, was ich gerade sehe, ist, dass die Oculus Quest so ein Alleinstellungsmerkmal darstellt und gerade die Technik und Brille wäre, die wir in der Schule, wenn wir überhaupt eine Brille verwenden können, nutzen sollten, ja, weil sie einfach ganz einfach zu bedienen ist, sie ist leicht, sie ist standalone, ja, also lauter solche Sachen. Und jetzt haben wir natürlich in der Schule, wo wir Kinder und Jugendliche vor uns haben, natürlich ein großes Problem, weil wir natürlich mit hochsensiblen Daten auch daherkommen. Also ob das jetzt die Gesichter der Kinder sind oder die Stimmen natürlich auch, aber natürlich auch die Räume, wo wir arbeiten oder auch das, was wir sprechen, die Inhalte und so, ja, also auch Bewertungen. Und da ist schon die Frage, inwieweit hier so eine Facebook-Brille quasi, die mit einem Klick quasi alles Mögliche erfassen darf, natürlich Sinn macht in so einem pädagogischen Rahmen. Und das stellt für uns oder für meine Arbeit jetzt natürlich ein großes Problem da, muss ich sagen. Es gibt ja diese Business-Versionen, da ist noch nicht ganz klar, wie das weitergeht, ob die dann das abstellen können, ja, ob die so einen Facebook-Account brauchen. Aber momentan ist eigentlich die aktuelle Oculus Quest 2 erstmal nicht vereinbar mit dem Datenschutz in der Schule. Wir hören da schon ein bisschen raus, das Gefühl, dass vielleicht viele Nutzer hatten, Herr Will, ich hatte es auch ehrlich gesagt, als ich das gehört habe, man hat das Gefühl, man entkommt Konzernen wie Facebook gar nicht, man hat gar keine andere Wahl mehr, als denen die eigenen Nutzerdaten zu geben. Ist es wirklich so schlimm? Muss man Facebook die Daten geben, um die Produkte nutzen zu können? Oder kann Facebook, selbst wenn man einen Account einrichten muss, nicht einfach mit den Daten machen, was man will? Herr Will, vielleicht haben Sie ja einen Hoffnungsschimmer für uns. Ich versuche es zumindest. Ich kann die Empörung jedenfalls absolut verstehen. So ein Kopplungsgeschäft ist etwas, was zunächst mal Unbehagen einflößt. Das ist eine Zwangssituation, der man gerade gegenüber so einem übermächtigen Giganten eigentlich nicht gerne ausgesetzt ist. Die Frage an mich ist letztlich, schützt uns nicht eigentlich unsere Rechtsordnung vor so etwas? Und für Bestandskunden wäre meine ganz klare Antwort ja. Denn auf der einen Seite verändern sich dadurch Vertragsbedingungen. Das wäre schon die erste Frage. Kann das überhaupt wirksam so begründet werden? Und zweitens werden auch wichtige datenschutzrechtliche Prinzipien verletzt. Da wird beispielsweise das Prinzip der Zweckbindung, der Transparenz durch einen Einwilligungsprozess aufgehoben. Ein Einwilligungsprozess, der, wenn ich mir das, was geschildert wurde, genau anhöre, im Grunde wahrscheinlich eins nicht ist, nämlich freiwillig. Ich will ja mein Produkt, das ich schon habe, fortsetzen, weiterhin nutzen. Ich will meine Daten nicht verlieren. Da kommen wir übrigens zur nächsten Frage. Die Datenschutzgrundverordnung, also der gemeinsame europäische Rechtsrahmen für den Datenschutz seit Mai 2018, sieht eigentlich ein Prinzip vor, das gerade auf soziale Netzwerke gerichtet ist, nämlich den Anspruch auf Datenportabilität. Ich frage mich offen gestanden, wie Facebook damit umgehen will. Wenn ein Oculus-Nutzer jetzt sagt, bitte, ich habe Anspruch auf Datenportabilität, stell meine Daten in einem, so sagt das die Verordnung, gängigen maschinenlesbaren Format bereit und lass mich zu dem nächsten umziehen. Das führt zu einer Stilllegung der Brille nach den jetzigen Regularien und kann also offenbar
nicht rechtens sein. All diejenigen, die damit Sorgen haben, muss ich jetzt fast, auch wenn meine Leute zu Hause seufzen würden, ermutigen, uns zu schreiben. Denn das ist nichts, was ich jetzt mit dem Datenschutzrecht in Europa vereinbaren kann. Es ist aber übrigens nichts Neues, auch wenn ich so ein bisschen so die Zwischentöne höre. Hier wird ein günstiges, ein sexy Produkt auf den Markt gebracht mit einer kleinen Nebenbemerkung, nämlich gebt uns dafür unsere Daten. Das ist etwas, wofür man vollkommen zu Recht mehr sensibilisieren muss. Das ist der fiese Deal, schicker Service gegen Daten. Das ist etwas, was man sich bewusst machen sollte. Insoweit ist auch die Lage bei jemandem, der jetzt eine neue Brille kauft, vielleicht ein bisschen anders, aber darüber wollen wir nicht reden. Wir können im Grunde im Moment niemanden wirklich ermutigen, sich auf so etwas einzulassen, denn er ist am Ende der Datenstaubsauger für Facebook. Also ihr habt es gehört, alle mal das Bayerische Landesamt für Datenschutz auf sich googeln, die sich mit der Facebook-Entscheidung nicht abfinden wollen und mal eine Mail hinschreiben. Vielleicht kann man gemeinsam was dagegen tun. Frau Ladiges, jetzt wechseln wir mal die Seite. Es gibt ja auch nette Firmen da draußen, hoffe ich zumindest. Stellen wir uns vor, ich bin der CEO einer Firma, die ein Augmented Reality Headset anbietet und damit vielleicht Inhalte ermöglicht in der Industrie oder auch, wir haben ja heute viel über Journalismus gesprochen, journalistische Angebote. Und natürlich möchte ich Daten, die diese Geräte erzeugen, nutzen, um mein Produkt und meinen Service ja auch für die Nutzerinnen und Nutzer zu verbessern. Wie kann ich das denn machen, ohne sozusagen so einen schmutzigen Deal anzubieten, dass ich sage, also du kannst es nur nutzen, wenn du mir all deine Daten gibst. Gibt es da irgendwie eine schöne Lösung dafür? Sicherlich gibt es da schöne Lösungen, weil ich kann ja immer differenzieren, welche Daten ich mir denn tatsächlich übermitteln lasse. Ob ich sage, ich möchte alles haben, was du auch mit der Brille machst und was du mit der Brille siehst, oder es reichen mir die technischen Daten, beziehungsweise kannst du mir melden, wenn du irgendwelche Störungen feststellst. Wir haben ja diese Fehlermeldung beziehungsweise Interessen auch schon viel ganz lange hinsichtlich zum Beispiel Microsoft bei Word. Wenn mein Word-Programm abstürzt, werde ich auch regelmäßig gefragt, möchten Sie das melden, wie es dazu kam, die technischen Details. Und sowas kann man natürlich auch in die Datenbrillen einbauen. Und solange es sich da um technische Daten handelt und nicht direkt die personenbezogenen Daten, welcher Nutzer hat wo gerade den Absturz erlebt, ist das sicherlich problemlos. Wenn ich weitere Daten haben möchte, kann ich hier immer mit der Einwilligung arbeiten und dem Nutzer es selbst überlassen, welche Daten er mir zur Fehlerbehebung mit übermittelt und welche nicht, welche zusätzlichen. Also da gibt es jede Menge Möglichkeiten, das datenschutzkonform zu machen und auch mir in der Öffentlichkeit ein entsprechendes Bild aufzubauen, dass ich eben nicht eine Datenkrake bin, die einfach alles haben möchte. Wenn ich informiere und Einwilligung einhole, kein Problem. Wenn ich nun aber eine Datenkrake sein möchte, hätte ich dafür den rechtlichen Spielraum überhaupt? Oder weil Herr Will hat ja schon angedeutet, dass Facebook sich da möglicherweise in einem Graubereich bewegt. Oder würden Sie grundsätzlich dazu raten, dass man mit Einwilligungen und mit Freiwilligkeit arbeitet und nicht den Kauf des Produkts davon vollkommen abhängig macht? Also da würde ich auf jeden Fall eher zur Einwilligung raten und nicht davon auch den Kauf des Produkts abhängig zu machen, weil wir, wie es der Herr Wild schon angesprochen hat, da auf jeden Fall im Rahmen des Kopplungsverbots sind, was die DSGVO jetzt ausdrücklich normiert. Ich habe dann nämlich auch keine entsprechende gültige Einwilligung, wenn ich in dem Kopplungsverbot drin hänge. Dann kann ich damit gar nichts anfangen. Kommen wir mal zurück zur Nutzerseite und zur Frage, inwiefern wir uns dessen eigentlich bewusst sind, was da passiert. Florian, du arbeitest mit Schülerinnen und Schülern, aber auch mit Lehrerinnen und Lehrern zusammen. Welche Rolle spielt denn das Thema Datenschutz, wenn ihr zum Beispiel mit VR-Brillen oder mit AR-Anwendungen experimentiert und arbeitet? Wird es überhaupt thematisiert? Gibt es da Aufklärungsarbeit? Vielleicht kannst du uns da einen Einblick in deine Praxis geben. Also grundsätzlich ist natürlich jetzt Datenschutz ein Riesenthema in den Bildungseinrichtungen allgemein, weil wir natürlich als Lehrkräfte in jeder Hinsicht die Daten wahren müssen, ja, und bewahren müssen. Das Problem, glaube ich, sehe ich jetzt bei dieser VR-Technik, die ist halt relativ neu und unbekannt. Also ich glaube, viele, die vielleicht jetzt sich ein Tablet kaufen und wissen gar nicht, dass da vielleicht jetzt dieser LiDAR-Scanner drin ist, bei iPads zum Beispiel, was der alles für Möglichkeiten mit sich bringt, dass der neue Vermessungsmethoden mit sich bringt und so. Also ich glaube, da ist sehr viel Unwissen da auch. Ja. Und da kommen natürlich wir Lehrkräfte jetzt ins Spiel, dass wir genau das thematisieren müssen. Und das müssen wir natürlich intensiv thematisieren. Und
Was ich jetzt wiederum sehe, ist, dass auch viele oder die meisten Lehrkräfte diese Technik gar nicht kennen und somit eigentlich auch blank sind. Und also ich glaube, wir müssen, und das mache ich jetzt zum großen Teil, bei den Lehrkräften anfangen, dass die Schulen, dass die wissen, was kann denn so eine Technik, was erheben die für Daten und welche Gefahren sind denn da, auf was muss ich achten. Und aber ganz wichtig natürlich, dass die Schüler geschult werden. Und das fängt jetzt nicht bei einer VR-Brille an, das fängt ja schon an, wenn ich mit WhatsApp schreibe, das genauso zu Facebook gehört oder Instagram, was gerade ganz in ist. Also das sind ja alles Sachen, die Daten werden ja alle gesammelt und zusammengeführt. Und ich glaube, das ist eine grundsätzliche Frage, wie wir Datenschutz schulen, ja, dass die eigenen Daten wichtig sind, wie kann ich mich schützen. Ja, und deswegen, glaube ich, stehen wir da ganz am Anfang. Aber ich versuche das schon mit meinen Schülern zu thematisieren, dass ich sage, also wie funktioniert die Technik? Da ist eine Kamera, die nimmt jetzt den Raum auf und stellt jetzt hier vielleicht ein digitales Objekt rein. Das geht nur, wenn die natürlich Daten aus dem Raum sammelt oder auch vom Benutzer sammelt, weil sonst ist gar nicht möglich, auf eine Stimme zu reagieren oder das Objekt genau dahin zu stellen, wo ich es jetzt haben will. Und hinzu kommen jetzt noch diese Bewegungsdaten oder solche Sachen, die keiner auf dem Schirm hat, was da noch erfasst wird. Und dann wird es natürlich sehr schwierig, weil da muss man schon ins technische Detail gehen. Aber ich glaube, wiederum, das ist unser Auftrag als Bildungseinrichtungen, dass wir genau da ansetzen und solche Sachen schulen und näher bringen. Wir haben heute einen kleinen Schwerpunkt heute Nachmittag auch auf das Thema Journalismus, XR und Journalismus. Fühlst du dich denn von den Medien bei diesem Bildungsauftrag unterstützt? Also auch was VR und AR angeht, wird da auf die Datenschutzproblematik schon ausreichend hingewiesen? Also ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt speziell das AR-VR-Thema schon so präsent ist. Oder ich denke, wenn man weiß, wo man sucht oder wenn man jetzt interessiert ist, dann weiß man das auch. Also ich habe meine Informationsquellen natürlich, aber der Normalsterbliche wird sich damit erstmal nicht befassen. Deswegen glaube ich schon, dass das Thema sehr, sehr weiter gesponnen werden muss und auch mehr in die Medien muss. Weil ich denke, jetzt auch, also wenn ich jetzt mal persönlich im privaten Bereich an die PlayStation 5 denke, die jetzt rauskommt, da ist noch keine Brille angedeutet, nicht wirklich. Aber wenn die kommt, dann ist wieder eine neue Möglichkeit, wie ich in die Kinderzimmer komme mit einer VR-Brille. Und das sind wieder Daten, die erhoben werden. Und ich glaube, da müssen wir ganz früh anfangen, dass wir auch in dem privaten Bereich schon aufklären. Daher glaube ich schon, dass das medial wichtig ist, dass man da Bescheid weiß. Also alle Journalistinnen und Journalisten, die uns gerade zuschauen, das wäre doch mal ein Thema. Ansprechpartner habt ihr ja auch schon im Panel, die könnt ihr auch kontaktieren, sicher. Wir sprechen... Wenn ich kurz noch ergänzen darf vielleicht. Was mir, auch wenn das vielleicht für eine Datenschutzbehörde etwas komisch klingt, immer ein bisschen Schwierigkeiten bereitet ist, wenn man alleine Datenverarbeitung dämonisiert. Natürlich, es findet an ganz, ganz vielen Stellen statt. Es ist für manche von uns überraschend. Aber wir werden uns davon nicht lösen können und wollen. Was wir aber brauchen ist, und das ist das Schlüsselwort für all diese modernen Technologien, Transparenz. Das sind Informationen darüber, was passiert. Verständliche Informationen. Wir haben beispielsweise in der Grundverordnung so eine Idee, irgendwann wird es eine Datenampel geben, die ähnlich wie gerade unsere schlimmen Corona-Werte uns zeigt, ob es, das wäre wahrscheinlich dann das Richtige für eine AR-Brille, ein Datenschutz-Rotsiegel ist oder irgendetwas Harmloses mit Gelb oder idealerweise sogar Grün. Daran müssen wir arbeiten und das sollten wir einfordern. Insoweit habe ich überhaupt nichts dagegen, wenn sich jemand für so ein schickes Produkt entscheidet. Aber ich würde erwarten und mir wünschen, dass er sich dabei auch im Klaren ist, was er sich da in sein Wohnzimmer oder zur Not auch in das Kinderzimmer holt. Das kann man entscheiden und das kann man billigen. Man kann es in vielen Fällen übrigens auch technisch begrenzen und regulieren. Aber wir sollten neben der Kaufentscheidung das mit im Blick nehmen und dann uns souverän damit beschäftigen, so wie wir uns ja übrigens auch mit unserem Essen oder anderen Alltagsdingen beschäftigen. Das würde ich mir bei Datenverarbeitung mehr wünschen, dass wir sozusagen ein bisschen die Schmuddelecken und die Junk-Datenverarbeiter unterscheiden von den vielen, die das auch gut und nützlich und durchaus in unserem Interesse machen. So, die verpflichtende Ampel haben wir bei Lebensmitteln auch noch nicht, aber auch da wird ja dran gearbeitet. Genau. Florian, du hattest ja schon erwähnt, dass natürlich diese Geräte wahnsinnig viele Daten sammeln. In Augmented Reality und auch Virtual Reality Headsets sind Kameras drin, sind Mikrofone drin, sind verschiedenste Sensoren drin, die Bewegungen registrieren. Der Raum wird auch nochmal über andere Sensoren vermessen. Theoretisch sind das also perfekte Überwachungsgeräte, die man sich frei Haus bestellen kann. Welche Regeln gelten dafür? Das würde mich aus zweierlei Perspektive interessieren. Fangen wir mal mit den Nutzern an.
Was dürfen die eigentlich mit den Datenbrillen anstellen? Nehmen wir mal eine Augmented Reality oder ein Smart Glasses, die man mit in die Welt nach draußen nehmen kann. Was darf man damit machen? Vielleicht haben ja einige, die Älteren unter uns, noch den Aufschrei, als die erste Google Glass rauskam, als plötzlich alle Träger als Überwachungs-, also quasi schon gebrandmarkt wurden, wenn sie Läden betraten, weil sie möglicherweise mitfilmen oder mit aufnehmen. Was darf man mit solchen Datenbrillen anstellen? Herr Will, vielleicht können Sie uns da aufklären. Ja, sehr, sehr gerne. Ich würde da gerne ein bisschen die Typen sortieren, mit denen wir es zu tun haben. Reden wir über Typen, das sind im Moment die VR-Brillen, die ich kenne, die man eher im Wohnzimmer oder in einem begrenzten Umfeld hat, die vielleicht sogar manchmal am Arbeitsplatz mittlerweile eingesetzt werden für Schulungen, für Trainings etc. Und dann sind das andere Konzepte, das sind AR-Brillen, so habe ich es ein bisschen gelernt, die man draußen im Interesse von Augmented Reality einsetzt, gewissermaßen ein fortentwickeltes Pokémon Go, wenn man so ein bisschen zurückgreift. Und dann wenn wir da draußen sind, außerhalb unserer eigenen vier Wände, kommen wir in eine Vielzahl an Datenschutzkonflikten. Die Konflikte sind übrigens dieselben wie bei einem Autofahrer, der meint, er muss seine Fahrt mit einer Dashcam aufzeichnen, oder ganz, ganz vielen von uns, die Bilder von ganz vielen Leuten erstellen und die ungefragt im Internet hochladen. Nichts anderes erleben wir oder würden wir bei solchen Datenbrillen dann auch erleben, wenn es nicht nur um eine bloße Anzeige geht, sondern um das Auswerten, das Weiterleiten von Daten. Wir reden über ganz große datenschutzrechtliche Schwierigkeiten, eigentlich nur überwindbar über Einwilligungen. Wenn wir daraus Profilbildungen machen, also sagen, okay, das hier ist doch beispielsweise die Klasse Mensch, die doch sonst interessiert hat, oder hier ist etwas, worauf du aufpassen solltest. Insoweit ist für mich eine AR-Brille im Moment in unserem europäischen Raum, im öffentlichen Umfeld eigentlich nicht vorstellbar. Stelle. Aber Sie haben die Autos schon angesprochen und die Dashcams, die man sich selber reinbaut, aber inzwischen gibt es ja auch sehr viele Autos, die mindestens genauso viele Sensoren drin haben wie AR-Brillen. Eingebaute Dashcams haben. Genau, die haben eingebaute Dashcams, haben auch Kameras, haben Sensoren, haben auch LiDAR. Und teilweise werden da auch Daten gesammelt, ohne dass es den Leuten klar wird. Vor ein paar Wochen gab es Berichte, dass zum Beispiel Tesla-Autos Daten ans Unternehmen schicken, sogar Videoaufzeichnungen in Einzelfällen, ohne dass Nutzer das mitkriegen oder geschweige denn Passanten, die vorbeigehen. Könnte sowas nicht auch mit smarten Brillen passieren, wenn die Hersteller das wollen, dass Unternehmen uns plötzlich überall ausspionieren und belauschen können? Frau Ladiges, rechtlich ist es vielleicht eine Grauzone, aber wird sowas denn überhaupt überprüft? Wird sowas irgendwie ausgeschlossen oder kann man diese Geräte einfach auf den Markt werfen und machen, was man will, und dann noch irgendwann 2-3 Jahren stellt vielleicht jemand fest, die senden ja die ganze Zeit Daten? Das ist rechtlich in der Hinsicht natürlich eine Grauzone. Das Problem, was da so ein bisschen existiert, es gibt in der Hinsicht keine Pflicht, so ein Produkt vorab durch externe Prüfer bewerten zu lassen und prüfen zu lassen, welche Daten werden denn tatsächlich übermittelt, welche gehen wohin. Es ist verboten, heimlich irgendwelche Mitschnitte zu machen, heimlich irgendwelche Daten irgendwohin zu übermitteln. Wie es der Herr Wild schon angesprochen hat, haben wir ganz klar das Transparenzgebot in der DSGVO. Das heißt, ich muss aufklären, was mache ich mit welchen Daten und zu welchen Zwecken mache ich das und wer kriegt die Daten? Und wenn ich das nicht mache, begehe ich auf jeden Fall einen großen Datenschutzverstoß. Wir haben aber, es gibt in der Hinsicht genau keine Pflicht zur Vorabprüfung durch Externe. Ich muss natürlich intern, wenn ich das Produkt entwickle, bin ich dran gebunden, das eigentlich datenschutzkonform zu entwickeln. Ich kann bei Aufsichtsbehörden vorab anfragen, die stehen immer zur Beratung zur Verfügung. Gerade die bayerische Aufsichtsbehörde ist da immer ein sehr guter Ansprechpartner in den letzten Jahren gewesen. Ich kann mir Sachverständige, Experten mit ins Team holen, die das prüfen und mir entsprechende Bewertung geben und sagen, mache ich es denn richtig, wo muss ich informieren, was darf ich nicht mehr. Das sollte ich, wenn ich Bußgelder vermeiden möchte und auch Rufschädigung am Ende. Ich bin aber, ansonsten wird es extern nicht geprüft, ob ich es mache oder nicht. Im Nachhinein kann die Aufsichtsbehörde immer kommen und prüfen oder auch Wettbewerber mich prüfen lassen, indem sie sich beschweren, dass irgendwas nicht funktioniert, oder die Verbraucher. Aber vorab gibt es keine explizite Pflicht, durch Externes prüfen zu lassen. Okay, wir sind also
ein bisschen auf die verantwortungsvolle Arbeit der Firmen angewiesen. Wir sind schon fast am Schluss. Ich hätte zum Schluss gerne noch eine kleine Runde von Ihnen, wo jeder vielleicht einen möglichen Handlungsbedarf skizziert und auch einen Wunsch entsprechend äußern kann, sei es an den Gesetzgeber, sei es an Datenschutzbehörden, sei es an Firmen oder auch an Nutzerinnen und Nutzer. Was sollte noch besser werden, damit wir VR und AR-Hardware in Zukunft und Datenbrillen ohne schlechtes Gewissen nutzen können? Florian, vielleicht fangen wir bei dir an. Ja, wir Bildungseinrichtungen brauchen natürlich den Datenschutz und wir brauchen natürlich von den Firmen, in dem Fall jetzt, wenn ich mal von Facebook rede, natürlich eine gewisse Sicherheit, dass wir sowas nutzen können, sodass es auch konform ist. Das wäre mein Wunsch, dass da darauf eingegangen wird und es vielleicht, wer weiß, sogar eine Bildungsversion oder eine Education-Version gibt, wo man eben dann die Daten eben begrenzt oder ganz ausschaltet. Ja, das wäre so ein Wunsch. Und natürlich, was ich auch immer finde in der Medienarbeit, dass der Datenschutz uns natürlich auch sehr viele Riegel vorhält. Also wir werden oft sehr begrenzt in dem, wie wir arbeiten wollen vielleicht. Und dass man da halt einen guten Zwischenweg findet, dass es datenschutzkonform ist, aber trotzdem auch einen gewissen Spielraum lässt, dass man einfach auch medial oder mit Medien arbeiten kann. Firmen beraten und manchmal ist rechtlich vielleicht noch nicht alles geklärt und Sie müssen dann in dieser Grauzone eine Empfehlung abgeben. Was würden Sie sich denn vielleicht noch wünschen, was besser werden könnte? Also gut, dass rechtlich momentan noch nicht alles geklärt ist, das liegt einfach daran, dass wir ja doch noch ein relativ junges Datenschutzrecht momentan haben. Viele Fragen durch den EuGH noch nicht angesprochen worden sind, geklärt worden sind. Was ich mir aus Firmensicht und für meine Mandanten im Endeffekt wünsche, sind selbstbestimmte und selbstmündige Nutzer der ganzen Technik. Weil es ist schon sehr auffällig, dass auf der einen Seite man eben mit Facebook und solchen Datenbrillen alles Mögliche an Daten mündig in die Welt schickt, weil ich habe mich ja mündig für das Produkt entschieden, wenn ich entsprechend informiert worden bin. Und dann aber, sobald ich meine, dass jetzt mein Arbeitgeber zum Beispiel nachdem er mich gekündigt hat, mir was Böses datenschutzrechtlich getan hat, ihn überall anschwärze bei den Behörden und bei Gerichten. Das ist halt so ein bisschen die Zwiespalt vom Datenschutzrecht und dass wir da eher an die Mündigkeit der Bürger mit appellieren, dass ich eben nicht das eine will und das andere können muss, sondern dass ich mitdenke und überall mitdenke. Also alle mitdenken, das ist immer ein guter Appell. Herr Will, haben Sie auch noch einen Wunsch? Den Wunsch greife ich gerne auf. Was ich mir genauso wünschen würde, wären Unternehmen, die das, was die Grundverordnung bietet, nutzen, um sich ein bisschen im Wettbewerb auszuzeichnen. Es ist wichtig, wenn wir im Datenschutz gut sind und dafür bietet die Grundverordnung Zertifizierungsverfahren und weiteres. Das heißt, ich kann mir da so eine Bestätigung, die Frau Ladiges jetzt gerade angemahnt hat, im Grunde holen. Es ist ein bisschen ein atypischer Weg, aber er funktioniert in der Grundverordnung und ich prophezeie, er wird kommen. Vom Gesetzgeber würde ich mir manchmal noch ein bisschen mehr Mut nicht im Datenschutz wünschen. Das haben wir, glaube ich, seit 2 oder 3 Jahren auf einen guten Weg gebracht. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass er sich mal entscheidet, ob wir bestimmte Geschäftsmodelle in Europa haben wollen. Ob es tatsächlich wettbewerbsrechtlich möglich sein soll, ein Unternehmen nach dem anderen, das Daten verarbeitet, das war WhatsApp, das ist Oculus gewesen, zu kaufen und dann erst zu sagen, ich will das nicht miteinander verschmelzen und es am Ende doch zu tun. Da sind wir als Datenschützer ein bisschen die Notbremse. Eigentlich könnte man vorher schon wettbewerbsrechtlich sagen, dass was datenschutzrechtlich getrennt sein soll, soll auch als Unternehmen getrennt werden. Wir haben das in vielen anderen Bereichen, dass bestimmte Geschäftsmodelle von vornherein nicht vermengt werden dürfen. Und dazu diskutieren wir gerade in Europa etwas Wichtiges. Das ist der Digital Service Act. Der wäre ein wunderbarer Ort dafür, diese Grundlagenprobleme, über die wir jetzt heute Nachmittag auch letztlich wieder gesprochen haben, anzugehen. Es bleibt also einiges zu tun auf allen Ebenen und Mitdenken schadet auch beim Gesetzgeber nicht. Herzlichen Dank für den Einblick in das Thema Datenschutz und Datenbrillen an die 3 Panelisten. Herzlichen Dank und wir machen in 5 Minuten weiter. Da geht es um eine AR-Anwendung für eine Gedenkstätte. Bleibt dran, wir sehen uns in 5 Minuten. Danke an alle.